Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimber, heute zum dritten Teil meiner Infektionsserie. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Aber mir ist gestern eine Studie zugespielt worden von 15 Institutionen in China, die 99 Patienten, die sich in dem, jetzt muss ich aufpassen, Yin Yintan Hospital in Wuhan aufgehalten haben oder beziehungsweise versorgt wurden vom 1. Januar bis zum 20. Januar. Und die habe ich übrigens verlinkt gekriegt von Thomas Wessel. Vielen Dank dafür. Und diese Studie ist für mich das fehlende Puzzle, warum die Chinesen momentan so ein Aufhebens machen um die ganze Geschichte. Das hat mir einfach nur gefehlt. Und man kriegt vieles mit, was passiert da, was ist, wenn das Virus ausbricht, wie schlimm ist es. Das sind natürlich die schlimmeren Fälle, was dort sind. Aber es ist hochinteressant, das zu lesen. Und by the way, ich wurde jetzt mehrfach gebeten, mich dem Thema Schutzmasken mal anzunehmen. Bringt's was, bringt's nix? Und das werden wir heute klären. Und wenn dich das Thema interessiert, bleib einfach dran. So Leute, noch ganz kurz dazu. Ich habe ja am Dienstag auf mein anderes Virus, ich vermute mir ungefähr 50 neue, manche wird es als Verschwörungstheorien bezeichnen, kennengelernt. War alles dabei von Sachen, wo du absolut den Kopf schüttelst, bis zu Sachen, wo du dir denkst, so unrealistisch ist es gar nicht mal. Aber liebe Leute, selbst wenn die Viren aus irgendeinem Labor 32 Kilometer entfernt von dem Markt rauskommen, wir werden es nie erfahren. Insofern, ja, kümmern wir uns lieber um die Auswirkungen. Nein, die Szenen kommen nicht aus China, die kommen gar nicht weit weg von mir. Nur wenige Kilometer weg in Sierksdorf wurden heute eine Familie abgeholt, die positiv auf Corona getestet haben. Also, es ist in Deutschland angekommen. Ich habe die Studie aus dem Englischen übersetzt, weil viele von uns ja die englischen Fachbegriffe nicht kennen, mit dem Google-Übersetzer. Deswegen ist die viel gutes Deutsch. Also das bitte zu verzeihen. Vorab sei gesagt, bevor hier Panik ausbricht, es geht hier lediglich um diese 99 Patienten, die in dieser Spezialklinik behandelt waren. Also ich gehe davon aus, das sind eher die schlimmen Fälle. Die sagt nicht, wie viele Leute sich infiziert haben und haben gar nicht erst ins Krankenhaus gekommen, weil es gar nicht ausgebrochen ist oder sonstiges. Das heißt, das bitte hier zu berücksichtigen und nicht sofort in Panik zu verfallen. Aber kurz vorab zu den Masken. Bringt jetzt, ich werde ständig gefragt, bringt jetzt so eine Maske was oder bringt es nichts? So eine Maske schützt euch? Nein. Und so eine Maske schützt euch? Ja. Was meine ich damit? Punkt A, wenn ihr euch immer anniest, habt ihr folgendes Problem: die Augen haben nicht geschützt. Und durch die können der Virus genauso reinkommen. Also es bringt einen gewissen Teil, weil halt die Viren haben in der Regel in die Tröpfchen drin und die würden hier von der Maske abgefangen. Deswegen haben die meisten Rettungsdienste eigentlich FFP2-Maske auf und nur wenn der andere wirklich dauernd niest, dann setzen sie eine FFP3-Maske noch auf dazu. Der Virus hat sowieso alleine eine Größe von 0,05 bis 0,2 Mikron, der wird auch durch die durchkommen, da braucht es eine Vollmaske, damit das richtig funktioniert. Warum haben die Chinesen dann trotzdem einen Mundschutz auf? Es hat drei Gründe. Punkt A, ich schütze damit andere. Wenn ich spreche oder niese, dann gehen die Viren nicht irgendwo raus, sondern die bleiben in der Maske drin. Und damit schütze ich andere. Das zweite ist, ich bringe dann nicht die Viren an meine Hände oder an meine eigenen und gelange dann wieder irgendwas so Einkaufswagen, Treppengeländer, Türgriffe. Also schütze ich auch hier andere. Und das dritte ist, bei den Chinesen ist es ein Akt der Höflichkeit. Die sagen, du gegenüber, ich respektiere dich, ich will dich nicht anstecken beim Sprechen, beim Niesen und deswegen trage ich für dich einen Mundschutz. Aber was bringt euch der Mundschutz jetzt trotzdem? Und deswegen sage ich, ja, Mundschutz bringt euch was. Die Infektionen, so wie wir jetzt festgestellt, gehen die wenigsten durchs Niesen, weil viele niesen nicht einmal bei dem Ganzen, sondern in aller Regel durch Schmierinfektionen, zum Beispiel Treppengeländer, Türgriff etc. Weil ihr gelangt an den Türgriff, macht die Tür auf, alles wunderbar, und man gelangt sie bis zu 1000 Mal am Tag ins Gesicht, macht man schnell so, das merkt man gar nicht. Habe ich aber hier eine Maske auf, was passiert dann? Ich komme gar nicht an den Mund.
Wenn ich dazu nur eine Brille trage, ob das eine normale Brille ist oder Sonne ist, dann komme ich in der Regel auch nicht an die Augen. Und damit, ja, bietet euch das einen sehr guten Schutz vor den allergrößten Ansteckungen im Endeffekt. Und wie gesagt, ihr schützt damit auch andere, wenn sie ihr infiziert hat oder es noch nicht wisst, dass ihr infiziert. Und wenn sich da jeder dran halten würde, hätten wir eigentlich kein Problem. Bitte aufpassen beim Ausziehen. Man bückt sich nach vorne, dann nimmt man die von hinten die Bänder so hoch und lässt die dann so runter. Am besten gleich in einen vorbereiteten Einmalbeutel, den man dann wegschmeißt. Und davor die Hände waschen. Warum? Ihr kämmt es an die Haare hin, sonst habt ihr es dort wieder. Und danach die Hände waschen. Warum? Es könnte ja auch an die Bänder irgendwo nur Viren dran sein. Also so einfach ist das ganze Spielchen. Kommen wir nun zur Studie. Epidemiologische und klinische Merkmale von 99 Fällen von 2019 neuartigen Coronavirus Lungenentzündung in Wuhan, China. Eine beschreibende Studie. So hat es Google übersetzt. Zusammenfassung. Hintergrund ist im Dezember, also am Anfang Dezember, ist eine neue Lungenentzündung aufgetreten in China und hat dann einige Tage gedauert, bis man dann ist es gleich bis 7. Januar gedauert, bis man das Ganze erkannt hat, was das eigentlich ist. Und die haben jetzt quasi eine Studie gemacht, wo sie quasi diese bestätigten Fälle, nur die wirklich bestätigten Fälle, die ja sonst nichts haben wie SARS, MERS etc., sondern nur die diesen 2019er NCOV, irgendwie glaube ich heißt das Ding, in diesem Krankenhaus Yinnintan vom 1. bis zum 20. Januar dort gelegen haben. Das waren ihm 99 Patienten. Ergebnis: 49% dieser Patienten, also es wären so die Anfangspatienten gewesen sein, waren tatsächlich in diesem Fischmarkt. Die meisten davon waren dort eben Verkäufer. Also die haben sich in dem Fischmarkt, ist die Chance groß, dass es wirklich das gewesen ist. Das Durchschnittsalter betrug übrigens 55,5 Jahre, weil es heißt ja immer, es trifft nur die Älteren. Der jüngste von diesen 99 war 21, der älteste 82. Also es kann auch Junge betreffen. So fällt dazu, es kann nur Alter sich anstecken. Es waren 67 Männer und 32 Frauen. Man geht davon aus, dass dieses X-Chromosom bei den Frauen einen besseren Schutz bietet, scheinbar. Und meine persönliche Meinung ist einfach die Hygiene. Wenn ich in einer Frauentoilette bin, da waschen sich weit mehr die Hände danach als bei den Männern. Auch nicht alle, aber definitiv mehr. Das könnte auch ein Grund sein. 51% davon hatten chronische Vorerkrankungen. Das bedeutet aber, 49% hatten keine chronischen Vorerkrankungen vorher. Also es kann auch den anders, den normalen erwischen, der gesund ist. Krankheitsbilder, die aufgetreten haben, 83% hatten Fieber, war eigentlich klar. 82% davon haben gehustet, 31% haben Atemnot gehabt und 11% Muskelbeschwerden und dann gab es noch kleinere. Verwirrtheit war 9%. Vermutlich ist das Virus schon seit langem im Bundestag, kleiner Scherz, aber bei manchen Parteien denkst du das wirklich. Und 90% hatten nicht nur eines dieser Symptome, sondern eben verschiedenste Art dieser Symptome, also mehrere gleichzeitig. Zu den Vorerkrankungen. Die meisten davor hatten schon mal Lungenversagen, Nierenversagen, Atemwegserkrankungen, akute septische Schocks und einer, glaube ich, hat auch schon Lungenentzündung vorher gehabt. Also das zum Thema Vorerkrankungen. 75% dieser Patienten hatten dann eine beidseitige Lungenentzündung. Also dieses Virus löst Lungenentzündung aus und die will keiner von uns haben. Und deswegen ja, es ist eine gewisse Gefahr und keiner will das freiwillig haben. 17% hatten eine akute Atemnot. 11% der Patienten sind nach kurzer Zeit gestorben. Und zwar, gehen wir später noch drauf, zwischen 9 und 11 Tage war es bei den ersten zwei, von dem, wo sie ins Krankenhaus eingeliefert haben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie gestorben haben. Das Problem ist, zu dem Zeitpunkt, wo die Studie endet, sind 57% von denen Leute noch im Krankenhaus. Das heißt, das ist 11% plus X. Aber klar, von den schwerwiegenden Fällen, die dort in dem Spezialkrankenhaus liegen. Nicht von allen. Ich möchte das hier nochmal betonen, dass hier eine Panik ausbricht. Aber es erklärt zumindest für mich, warum die Chinesen so einen Aufwand betreiben, so ein Aufhebens drum machen, weil es will keiner. Es will keiner Lungenkrankheit, Lungenentzündung haben und sterben will auch keiner.
Die Interpretation aus dem Ganzen des 2019 NCOV-Infektion begann mit einer Clusterbildung und betrifft mit größter Wahrscheinlichkeit ältere Männer mit Komorbiditäten und kann zu schweren und sogar tödlichen Atemwegserkrankungen wie einem akuten Atemnotsyndrom führen. Das mal in der Zusammenfassung von dem Ganzen. Die können eben mehrere verschiedene Symptome haben und können auch eben von Tieren übertragen werden. Ähnlich wie SARS und MERS. By the way, die ersten Fälle haben sogar schon am 8.12.2019 aufgetreten. Aber erst am 7.1. haben wir erkannt, dass es sich um einen neuartigen Virus handelt. Und die Informationen, die steht eben auch in dieser Studie drin, sind derzeit noch sehr knapp. Und es kann eigentlich keiner was Allgemeines sagen. Das ist also auch nochmal wichtig, dass man hier diese Studie ist, nicht das Allheilding, sondern es sind halt diese 99 Schwerpatienten, die dort in diesem Krankenhaus versorgt werden. Möchte ich noch einmal betonen. Was ganz interessant dabei war, von diesen 99 waren nur zwei Mann und Frau. Weil man ja denkt, Ehepartner, die übertragen es leicht. Also entweder haben die anderen woanders eingeliefert worden oder sind, keine Ahnung, vielleicht ist es bei denen jetzt ausgebrochen, man weiß das nicht. Was hochinteressant ist, 13 Patienten zum Beispiel von denen, die haben eine Beatmungsgerät gebraucht für 4 bis 22 Tage. Das heißt, diese Krankheit kann sich bis zu 3 Wochen hinziehen. Und das ist das, was eigentlich so gefährlich macht oder was keiner mag. Keiner von uns will 3 Wochen im Krankenhaus sein. Also ich zumindest nicht. Bis zum 25. Januar bis zum 20. Januar waren dann 31% von diesen Patienten wieder entlassen als geheilt. Und 11%, haben wir schon gesagt, waren verstorben. 57% befinden sich noch im Krankenhaus. Das heißt, wir wissen nicht, wie geht es mit denen weiter. Also ich hoffe, dass ihr die Studie vielleicht irgendwann mal wieder in einer neuen Update-Version kriegt. Wäre ganz interessant. Der erste Tote hat übrigens, das muss ich ablesen, schwere Ateminsuffizienz gehabt, Herzversagen und Sepsis. Und hat dadurch einen Herzstillstand gekriegt am 11. Tag der Aufnahme. Also nach 11 Tagen, nachdem es ausgebrochen ist, ist der gestorben. Der zweite Tote, bei dem war es nach 9 Tagen an schweren Lungenentzündung, septischen Schock und ebenfalls Atemstillstand. Schon mal gesagt, die Inhalte, die schlimmeren Fälle, die dort eingeliefert wurden. Und die ist schon etwas älter, es hat sich natürlich mittlerweile massiv erweitert. Es ging ja nur jetzt mal um diese 99 Patienten, aber sie zeigt doch einiges aus, welches Krankheitsbild, wie lange dauert das Ganze und was könnte da auf uns zukommen. Das Problem ist, dieses Virus ist schon mehrfach mutiert und vielleicht haben wir bis jetzt in Deutschland einfach nur Glück gehabt, dass nur die harmlose Version zu uns rübergekommen ist und nicht die höchst tödliche. Das kann ja auch sein. Weil den 4 deutschen Patienten stand jetzt, geht es allen sehr gut. Klar, waren auch Bayern. Ich stelle mir das so vor, das Immunsystem in Lederhosen steht da und sagt, Corona, glaub du spinnst wohl, schleich dich, raus hier. Übertrieben gesagt. Alle Informationen, die ich heute gegeben habe, gehen bis zum 30.01. bis zum Donnerstag 10 Uhr. Alles, was danach kommt, weiß ich nicht. Die WHO möchte ja heute auf Nacht eine Stellungnahme dazu bringen. Ihr seht das Video ja, wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist die schon draußen. Aber naja, ich muss ja ein bisschen vorproduzieren. Nur mal ganz kurz, Hände waschen und Hände desinfizieren ist das A und O und das zigmal am Tag. Jedes Mal, wenn ihr irgendwas berührt habt, wenn ich ins Auto reingehe, da habe ich so ein kleines Desinfektionsfläschchen, so ein Gel drin, dann haue ich mir das drüber, bevor ich im Auto alles berühre. In meinem Büro steht ein Hautdesinfektionsmittel. Bis jetzt hatte ich immer nur normales Flächendesinfektion, jetzt auch ein Hautdesinfektionsmittel. Daheim, meine Freundin ist Krankenschwester, ja. Wir haben gut ausgerüstet, wenn mal was wäre. Und das andere, was euch hilft, ist natürlich das Immunsystem zu stärken, Vitamin C, trinkt O-Saft, andere Sachen, gibt da so viele. Schaut in die Kommentare vom Dienstag, da waren so viele gute Tipps dabei, um das Immunsystem zu stärken, weil das ist momentan das Beste, was ihr tun könnt. So, das war's wieder von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Falls noch nicht passiert, gerne meinen Kanal abonnieren. Vielleicht gibt es noch weitere Updates. Ich weiß es momentan noch nicht. Geplant habe ich es nicht, aber das Video heute war ja auch nicht geplant. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Pfiat euch.